Wir sind immer noch dabei, das Feld hier vom Stroh zu befreien. Und wir wissen immer noch nicht, ob das mit dieser Ladung reicht oder ob wir noch ein zweites Mal herfahren müssen. Ich denke, wenn es nicht viel ist, dann lasse ich es einfach liegen. Aber es könnte ja auch reichen. So. Acht Prozent haben wir noch. Und so viel liegt zum Glück nicht mehr. Also wird es aller Voraussicht nach, wird es wirklich reichen. Außer es passiert noch irgendwas Unvorhergesehenes. Aber das glaube ich nicht. So. Sehr gut. Es hat geklappt. Hey, unser erster Ladewagen voll Stroh. Saugeil. Davon wird man ein paar Kuhställe einstreuen können. Oder Schweineställe. Oh. Damit, da war wohl ein Baum im Weg. Wir fahren jetzt auf die Straße raus. Zurück zum Hof. Ich glaube, das ist angenehmer. Und ist ja auch nicht so ein großer Umweg. Geht ja eigentlich genauso schnell. Vor allem fahren wir hier konstant schnell. Was wir ja auf den Matschlöchern nicht hinkriegen. Deshalb wird das hier wahrscheinlich sogar schneller sein. Jetzt ist nur die Frage, wo laden wir das Stroh hin? Ich meine, drin lassen können wir es im Moment auch erstmal. Aber auf die Dauer natürlich nicht. Guck mal, ob ich hier was reinladen kann. Nein. Dann werden wir es wirklich so machen, dass wir das erstmal im Ladewagen lassen. Stellen den Ladewagen aber natürlich unter das Dach. Dass es dann nicht beim Regen anfängt zu schimmeln. Okay. Und dann müssen wir ja noch den Schwader holen. Das machen wir jetzt auch noch flott. Weil dann ist der Shop erledigt. Dann haben wir da alles weggeholt. Von unseren Sachen. Und dann können wir vielleicht... Oh, Alter.
Diese Ruckler, da hast du FPS-Einbrüche von 15 bis 20 FPS. Das kann ja wohl nicht sein. Und ich weiß gar nicht, wieso die zustande kommen. Ich weiß nur, es nervt. Und ich gebe mir so viel Mühe mit dieser Map. Wir probieren mal einen neuen Weg aus. Warum blinkt der hier? Na, hier ist die Bäckerei, okay. Da steht auch ein schöner Deutz. Der blinkt an jeder Ecke. Ey, da geht's. Ja, komm. Schieb ab. War auf jeden Fall eine längere Strecke. Durch das, dass die Autos auch so langsam fahren in der Ecke. Wird man da nicht mehr lang fahren. Außer wir müssen zur Mühle. Bäckerei meinte ich, Bäckerei. So. Dann kuppeln wir das Ding hier mal an. Und dann geht's zurück nach Hause. Das Ruckeln. Wirklich, Leute, es. Ich weiß nicht, woher es kommt. Wenn ihr irgendeine Idee habt. Guckt euch das mal an. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ich das abstellen kann. Hallo! Mann, du Arsch, du! Kannst du nicht aufpassen? Komm auf der Hauptstraße, ich hab Vorfahrt. Mann. Vor allem verzögert er kurz und dann gibt er Gas. Vollidiot. Mein, okay, meinem Traktor macht es ja nicht so viel aus, aber muss er nicht sein. Sowas ärgert mich. Kann doch wohl nicht sein, dass die Fische da nicht aufpassen. Ah. Naja, bin ich der Depp, weißt? Hey, sie fahren Traktor. Hätten sie doch besser aufgepasst. Ja und? Autos müssen nicht aufpassen, oder was? Herrgott. Okay, gut. Das haben wir erledigt. Hä? Hier muss doch auch noch ein Traktor stehen. Warum wird der mir auf der Karte nicht angezeigt? Ah, jetzt. Der war wohl rausgefahren. Okay, was macht Feld Nummer 6? Hat noch ein bisschen Zeit.
Dann können wir den hier nach Hause bringen. So. Ja, Matsch ist hier alt an der Tagesordnung. Seht ihr, so macht man das. Man wartet. Man wartet, bis die Autos vorbei sind und fährt nicht einfach auf die Straße. Naja, ich habe jetzt mal meiner Wut ein bisschen Luft gelassen. Ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Aber jetzt ist auch wieder rum, würde ich sagen. Außer mir fährt gleich nochmal ein so ein Hampelmann rein. So, unser Hassfeld Nummer 1. Wir müssen mal gucken, was die anderen Felder so kosten. Hier kommt nichts. Aber wir brauchen natürlich auch noch größere Felder. Den hier bringen wir jetzt wieder zu Feld Nummer 6. Der war ja eigentlich dafür da, dass er dort die Anhänger dann zieht. Und das Wetter immer noch nicht besser wird. Also es ist wirklich, so grau war es noch nie. Werden wir vor allem dort auch die Plane drauf machen auf die Anhänger. Ja, weil das nasse Korn schimmelt ziemlich schnell. Das wäre schlecht, wenn uns die Ernte dadurch flöten geht. Deshalb schnell abdecken und dann ist gut. So. Jetzt kann es meinetwegen regnen. Wir kümmern uns derweil mal um die neue Ernte. Ah, nein. Haben wir wieder einen Fehler gemacht. Wir brauchen erst noch die Sämaschine. So, weiter. Weiter geht's. Wir müssen das Feld da hinten noch düngen. Dann wird's besät. Dann hat's nämlich schon 2 Düngestufen. Und dann müssen wir es nur noch einmal düngen. So mache ich das ja in der Regel immer. Es wird abgeerntet, gesät, bedüngt.
dann wird's besät. Am besten gleich mit einer Dünge-Säg-Kombi. Und dann wird es irgendwann zwischendrin nochmal besät. Bedüngt. Das ist so immer mein Plan. Viele denken, das geht nicht. Zählt aber trotzdem. Lasst euch davon nicht abhalten. Fahr jetzt mal hier. Na, das hat auch nichts gebracht. Ich dachte, da wäre kein Matschloch. So. Schön umschifft. Gut, da sind wir. Also, müssen wir gleich mal düngen. Und diesmal sehen wir auch, wo wir düngen. Dann geht es nämlich auch schneller, wenn man weiß, wo man langfährt. Ja, so ist es schon deutlich angenehmer. Man sieht einfach, man sieht genau, wo muss ich noch düngen. Und wenn die Felder schon zu reif sind, dann sieht man einfach nichts mehr. Und es ist dann einfach schlecht. Dann musst du doppelt und dreifach fahren, dann vergeudest du den Dünger. Hast einfach im Endeffekt viel höhere Kosten. Weil du musst ja mehr Dünger aufwenden, obwohl du eigentlich weniger bräuchtest. So, da haben wir jetzt zwei kleine Stellen nicht bedüngt, aber ich glaube, das lassen wir einfach so. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber auch. Eieiei. Jetzt sind wir gerade ein bisschen nachlässig. Aber so sieht schon wieder gut aus. In der nächsten Folge werden wir uns um die neue Aussaat hier kümmern. Ohne Saat gibt es keine Ernte, deshalb werden wir hier mit der neuen Sämaschine nächste Folge hier eine neue Saat ausbringen. Ich weiß noch nicht was, das gucken wir dann auch. Aber von dieser Folge war es das auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Moment, warte mal, den Dünger können wir eigentlich hier lassen. Also den Streuer. Den brauchen wir ja dann wieder. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Bis dann, ciao.